Einmarsch der Truppenfahne. In Nicht-Corona-Zeiten wird der Einmarsch des Ehrenfluss durch ein Musikchor begleitet. Heute, aufgrund der herrschenden Corona-Regeln, steht das Marinemusikchor Wilhelmshaven unter der Leitung von Fregattenkapitän Bock bereits am vorgesehenen Standort innerhalb der Paradeausstellung. Der Ehrenfluss mit der Truppenfahne der Marineoperationsschule unter dem Kommando von Herrn Kapitänleutnant Koch wird nun einmarschieren. Marineoperationsschule, hört auf mein Kommando! Marineoperationsschule, Stillstand! Zum Einmarsch der Truppenfahne, Augen rechts! Kapitän Kapitän Koch melde Ihnen den Ehrenzug zur Übergabe des Marineoperationsschulen angetreten. Danke. Treten wir ein. Ehrenformation und Marineoperationsschule hört unter dem Kommando Paradeaufstellung auf mein Kommando. Angade, aus! Und ab! Paradeaufstellung, hört euch! Nun folgt die Meldung der Paradeaufstellung an den Schulkommandeur. Herrn Kapitän zur Seebildung. Achtung, präsentiert! Zur Meldung an den Kommandeur der Marine Operationsschule. Augen rechts! Herr Kapitän, Kapitän zu sich Schrumpf, melde Ihnen die Paradeaufstellung zur Kommandoübergabe angetreten. Ja, vielen Dank. Guten Morgen, Marine Operationsschule! Auf gerade! Auf! Und ab! Paradeaufstellung, hör auf!
Verehrte Gäste, meine Damen und Herren, nun ist er da, der Tag, nachdem ich nach mehr als 6 Jahren von Ihnen, von der MOS und von der Seestadt Bremerhaven Abschied nehmen muss. Und ich gebe zu, ich tue dies nicht ohne Wenig. Wir alle haben uns gewünscht, dass wir nach 1,5 Jahren Corona-Modus wieder für einen Kommandowechsel einen normalen, größeren Rahmen hätten wählen können. Da uns dies leider nicht möglich war, mussten wir die Abordnungen aus der Schule, aber auch die Zahl der Gäste stark begrenzen. Als ich 1978 als Matrose OA erstmals durch das Kasernentor an der Elbestraße den Gästeboden betrat, habe ich mir natürlich nicht träumen lassen, dass mir selbst 37 Jahre später hier die Verantwortung für die gesamte Ausbildung im Operationsdienst für alle Dienstgrade übertragen werden würde. Nach nun weiteren 6 Jahren ist es angebracht, Bilanz zu ziehen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Ausbildung unserer Operateure kein einzelner Lehrgang oder Ausbildungsabschnitt sein darf, sondern es ist ein lebenslanger Lernprozess, der nie aufhört und der die ganze Dienstzeit begleitet. Denn nur so kann man sein Wissen und seine praktischen Fertigkeiten auf Stand halten, um sie im Ernstfall präzise abrufen zu können. Unser Ausbildungsauftrag besteht darin, unsere Soldatinnen und Soldaten zu befähigen, komplexe Waffensysteme bedienen und einsetzen zu können. Der zweite Teil ist ebenso einfach. Wissen, dass Teil 1 nur durch lebenslanges Lernen funktioniert, muss man sich am Ort des Lernens wohlfühlen. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen und man muss immer gerne an die MOS zurückkommen. Ich wünsche Ihnen allen fair winds and following seas und melde mich in dem heutigen Tag ab. Es war mir Freude und Ehre zugleich, auf Ihrer Brücke gestanden zu haben. Thank you.
Würdiger hat bei der Organisation ausgestaltet, dass er dort mitgewirkt und hier spielt insbesondere das Schleuseneis in Erinnerung, welche er auf der Kasse auf dem Weg zum Empfang auf der Brigade Karlsruhe dem Bundespräsidenten trainieren ließ.
Kapitän Zee zu Herr Katholika hat bereits eine neue Aufgabe als Chef des Staates von Deutschen in der Vertreterin Schäden in Mons übernommen. Ich wünsche dir für diese neue Verwendung alles Gute, verbunden mit einem Zitat von Joachim Ribbentrop, welches aus meiner Sicht ganz gut zu dir passt. Lebe, lache und mache keine Sache. Ich wünsche dir alles Gute in deiner neuen Verwendung in Mons. Vielen Dank. Eine glückliche Hand und viel Beratung.
Kapitän, zu den Gültigern übergeben das Kommando über die Marineoperationsschule an den Kapitän zu sehen. Jawohl. Paradeaufstellung! Stillstand! Achtung! Wenn wir die Kehr! Zur Kommandoübergabe! Augen rechts! Herr Kapitän, hiermit übergebe ich Ihnen das Kommando über die Marineoperationsschule. Welche Kamera sie gucken sollen. Ja. Wir sagen einmal der Reihe nach. Ja, die stehen zusammen, das ist egal. Okay. Wir gucken in die Mitte. Ja, das ist immer gut. Aufstellung, Stillstand! Achtung, präsentiert! Augen, sehr geehrte Gäste, verehrte Kommunikation, Kameradinnen, Kameraden, zivile Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich habe im Laufe meiner Dienstzeit in vielen Kommandowechseln teilgenommen und konnte dabei lernen, wie unterschiedlich die Streitkräfte dieses Territorium handhaben. Dabei habe ich große Sympathie entwickelt für das Territorium beim Heer. Den neuen Kommandeur keine große Rolle zugelegt und ebenfalls kein Gegner. Das ist nun in der Marine anders und als traditionsbewusster Offizier will ich mit dieser Tradition noch nicht immens brechen. Gleichwohl möchte ich versuchen, das in gewisser Weise zu verbinden. Denn der kleine Kommandeur soll heute im Mittelpunkt stehen und nicht der andere. Ich nutze dennoch die Gelegenheit, zu danken. Zunächst danke ich Ihnen, verehrten Gäste, für Ihre Anwesenheit, auch unter diesen doch etwas nach wie vor unglücklichen Rahmenbedingungen. Sie unterstreichen damit Ihre Verbindung zur Bundeswehr, zur Marine, zur Marineoperationsschule und vielleicht auch nur zu uns beiden beteiligten Offizieren. Das stimmt mich außerordentlich freudig. Ich danke dem Marinemusikkorps Wilhelmshaven und der angetretenen Truppe für den fantastischen Rahmen, den Sie hier heute stellen. Ich darf hier heute eine Marineoperationsschule übernehmen, die das Prädikat gut zu stellen ins Haus mehr als verdient. Darauf freue ich mich, aber das ist zuletzt, nicht zuletzt, der Verdienst von Kapitän Cesar Dödinger,
Und darauf darf er mit Fug und Recht stolz sein, Chapeau. Mit diesem Wort möchte ich schließen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und noch mehr freue ich mich gleich auf Anregungen und Gespräche beim anschließenden Empfang. Augen gerade, aus, ab. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, für den Austausch der Truppenfahrer der Marineoperationsschule bitte ich Sie, sich erneut von den Plätzen zu erheben. Formation rechts um im Gleichschritt.